Okay, Werkzeuge, Spielladen, neues Spiel, würde ich sagen, ne? Szenario auswählen. Ökostrom, Gartenstadt, Fährimperium, Züge, Alpendörfer. Nährrohstoffe. Naturrohstoffe. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen, by the way. Grünflüsse. Winterhügel. Oh, guck mal, es gibt hier so Oh, wie geil. Frostland. Preußenhügel. Kein Thema. 52% geeignetes Baugebiet. Staubbecken. Verschneite Küste ist aber eigentlich schon geil, ne? Wollen wir mal eine Schneeregion nehmen? 68%? Das ist schon geil eigentlich, ne? Stadtname. Wie haben wir unsere Städte immer genannt? Fulkington, glaube ich, ne? Ne, wie haben wir die Städte immer genannt? Wir hatten immer bestimmten Namen für die Städte. Darmstadt. Nein. Florida, dankeschön. Ben Utzer, dankeschön. Florida. So. Ja, komm. Möchten Sie zufällige Katastrophen aktivieren? Diese Einstellung des Globalen betrifft sämtliche Spielstände. Über das Optionsmenü können Sie Katastrophen auch während des Spiels an- und ausschalten. Ja, oder? Machen wir schon, oder? Wir sollten es machen. Wir machen es. Wir können es ja ausmachen, wenn es arg nervig ist. Die größte Katastrophe sitzt meistens sowieso vor dem Bildschirm. Gut, dass das auch in gewissermaßen ein Self-Roast war. Lass sie aus, die nerven tierisch. Ja, schauen wir mal. Mal gucken. Mal gucken. Hab nicht gesagt, wer gemeint ist, ja. Ich hab mich auch nicht angesprochen gefühlt. Nein, nein, hab ich nicht. Ich hab mich nicht angesprochen gefühlt, nein. Nein, hab ich nicht. Ding Dong, hat jemand geklingelt? Hallo? Kommen Sie bitte rein. Ah, schön. Schön ist es hier. Kann ich erstmal Pause drücken? Hä? Ah, okay, ist gerade Pause. Sehr gut. Lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen, die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Wir haben benachbarte Gebiete. Und was ist das? Hallo, hier ist Chirp, aber halten Sie im Auge, was Sie über den Bürger unterhalten und was Sie sonst auf dem Weg will. Hashtag You Found Me. Gottes Willen. Warte mal. Ich muss die Mucke ein bisschen leiser machen. Machen wir die Hauptlautstärke mal auf 42. Und die Musik mal auf 70. Ja, ist, glaube ich, angenehmer. Aber ist immer noch ziemlich laut, ne? Ich glaube, das ist so Disney-Musik gerade irgendwie. Geht so laut. So, jetzt ist, glaube ich, besser. Wieso ist die Mucke so laut? Ich mache die jetzt auf 25, ist mir egal. Warum geht die Musik nicht leiser? Willst du mich verarschen? Alter. Geh was auf, dann machen wir es anders da. Mach ich den kompletten Sound auf 30. Sag mal, willst du mich verarschen? Was, wenn ich die Musik ausmache? Ach, das geht. So, so. Dann mache ich die Musik halt nur auf 7%. Okay.
Gut. Meine Herren. Okay, Buchenholz-Autobahn und Green-Autobahn. Okay. Ist egal, Hauptsache Autobahn, ne? So, bauen wir erstmal eine schöne Straße. Straßen müssen gebaut werden, um Zonen mit Gebäuden und städtischen Dienstleistungen zu verbinden. Größere Straßen. Okay. Größere Straßen ermöglichen schnelleren und zahlenmäßig größeren Verkehr. Dekorierte Straßen verursachen weniger Lärmbelästigung. Mit Bild ab und Bildern können sie erhöhte Straßen oder Tunnel bauen. Okay. Ich baue erstmal eine ganz normale Straße. Baukosten. Ach ja. Hier geht es ja auch um Einnahmen. Holy shit. Okay, wir können Straßen wohl auch irgendwie updaten. Das geht wohl. Wir hätten auch direkt eine doppelte Straße bauen können, sehe ich gerade. Naja. Egal, wir nehmen jetzt Benzin, das wäre die ganz normale Straße hier. So wie ich das verstanden habe, konnte man die auch updaten. Irgendwie geht das wohl. Wenn man drauf drückt oder was? Nee. Wo kann man das updaten? Updaten? Gebietsabgrenzung, Straßen. Straßen. Oh nein, warte mal. Probieren Sie das Update-Werkzeug zur Veränderung des Straßentyps aus. Wählen Sie einen Straßentyp und klicken Sie auf eine bestehende Straße. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Einbahnstraße, um deren Richtung zu ändern. Ach du liebe Zeit, dass man ja alles machen kann. Okay. Ah, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch gesehen hier draufdrücken und sagen, ich möchte jetzt aber diese Straße hier haben, oder was? Nee. Okay, egal. Machen wir, wenn es soweit ist. Machen wir, wenn es soweit ist. Wir machen jetzt mal hier erstmal eine erste schöne Abzweigung. Und zwar, wie sieht es hier überhaupt aus? Was haben wir hier überhaupt? Okay, hier ist Wasser. Hier ist auch Wasser, ein bisschen Wasser. Also wir können auf jeden Fall einen Hafen bauen, wenn es sowas hier gibt. Ich habe keine Ahnung, ob es das gibt, aber wird es wahrscheinlich schon geben, schätze ich mal. Dann verlagern wir unsere Wohngebiete mal so ein bisschen in diese Richtung da hinten. Würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen. Vielleicht soll ich nicht gleich so riesig bauen. Egal. Das Straßensystem ist schon geil, ne? Das Straßensystem ist schon sehr nice. So. Gering besiedeltes Wohngebiet. Gewerbegebiet, Industriegebiet. Gebiet aufheben. Okay. Ach, so läuft das hier. Kann ich das nicht selber ziehen? Okay, dann ja, machen wir halt hier direkt. Das passt schon. Ist okay. Spiel ist derzeit angehalten. Ja, ich weiß. Ich würde mich... Ach du liebe Zeit. War das schon immer so kompliziert? Wasserverbrauch, die Woche, blabliblub, Legende. Ja, das ist ja alles erstmal ganz nice. Was wir jetzt aber natürlich brauchen... Ich glaube, für den Anfang reicht ein Wasserturm, ne? Ach du Heilige, wir brauchen natürlich auch ein was? Wir brauchen natürlich auch ein... Ein Abwasserrohr. Auch eine Wasserpumpstation wäre nice. Ich meine, wir haben Wasser da hinten, aber das ist ein bisschen weit weg, ne? Das ist ein bisschen arg weit weg. Deswegen, wir beschränken uns zunächst einmal auf einen Wasserturm. Der macht aber auch Geräusche, das wollen die Leute natürlich nicht. Ich meine, Wasser ja. Aber doch bitte nicht in meiner Region hier, ja? So. Jetzt muss ich von da aus natürlich Wasserrohre wahrscheinlich bauen, ne? Am besten an der Straße entlang macht man das doch, oder? Ich führe das einfach mal hier lang. So. Und dann hier schön in der Mitte. Schön die Straße entlang.
Ich hoffe mal, der Wasserturm ist ausreichend für das Gebiet hier. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Okay, wir brauchen aber auch noch Strom. Was haben wir hier? Stromleitung, Kohlekraftwerk. Vielleicht erst mal ein paar Windräder? Geschätzte Produktion 5 MW. Was ist das? Kohlekraftwerk, modernes Kraftwerk. Boah, das kostet aber auch 35.000, ne? Boah. Wird der Strom über große Entfernungen befördert? Muss ich das? In der modernen Stadt über Kurzstrecken wird der Strom von Gebäude zu Gebäude weitergeleitet, soll aber gut über größere Strecken geschehen, müssen sie Stromleitungen bauen. Schöne Gebäude herum und hellblaue Markierungen. Werden auf der Karte dunkelblau markiert. Ah, das heißt, hier wäre die Produktion besser. Hier ist sie aber auch nicht so verkehrt, ne? Hier sind es nur zwei. Ich finde schon, dass man die hier hinbauen kann, ne? Hier sind 6. Natürlich wäre hier besser, weil da sind es 8, aber 6 ist erstmal ausreichend. Komm. Ich stelle jetzt aber mal hier. Hier. Und lieber noch hinten dran. Man will die Bewohner ja nicht verschrecken, ne? Man will die Bewohner ja nicht verschrecken. Naja. Doch nicht im Wohngebiet hier haben Bewohner. So, jetzt muss ich aber wahrscheinlich den Strom von hier dahin kriegen, oder? Oder? Oder produzieren die jetzt automatisch Strom? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss jetzt wahrscheinlich Budgetfenster aufrufen. Was ist das hier? Gebäude verschieben. Okay, das ist geil, dass es geht. Finde ich cool. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier die hier bauen. Wie setze ich denn die jetzt am besten? Reicht es, wenn ich diese Leitung hier in das Gebiet reinsetze und dann hier so lang ziehe? Oder... Ach, das reicht schon. Okay, cool. Wie bauen wir das jetzt am besten? Vielleicht hier. Da kann man keinen Straßensand drüber bauen, oder was? Oder geht das jetzt nur nicht, weil... Okay, doch, das geht. Das geht. Okay, geht theoretisch gesehen schon. Oh, ich dachte gerade schon, das geht nicht. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ah, das ist nicht verkabelt. Oh. Ah, wahrscheinlich. Warte mal, lass uns mal ganz kurz Play drücken. Frische Wasser in der ganzen Stadt verfügbar. Willkommen, moderne Bequemlichkeit. Geil. Naja, okay. Das erste Kraftwerk der Stadt wurde gebaut. Juhu, sie drehen sich auch schon. Frum, 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 frum. Oh, warte mal, das Wasserding braucht auch Strom. Scheiße. Warte mal. Reicht aber so wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt. Wunderbar. Geil. Boah, die fangen ja schon an zu bauen hier. Guck mal. Nice. Wie schnell sind die denn? Wump, und schon ist die erste kleine Siedlung hoch. Hä, wie cool. Nichts geht über grüne Energie. Hoffentlich geht der Bürgermeister seinen Weg mit erneuerbaren Energien weiter. Gut, wir sind hier nicht in Deutschland.
Das erste Kraftwerk steht. Wir sind hier definitiv nicht in Deutschland. So, jetzt stehen die ersten Gebäude hier. Jetzt können wir uns auch direkt schon um das erste Gewerbegebiet eigentlich kümmern, ne? Weil die Leute wollen ja arbeiten. Wir haben aber noch 0 Einwohner tatsächlich. Ich warte mal, bis wir die ersten Einwohner haben. Was will der? Oh ja, stimmt, wir müssen ja... Ach, wir müssen das Abwasser ja noch machen. Oh. Und das alles ohne, dass jemand in die Stadt fahren kann. Nicht? Wieso kann man hier nicht in die Stadt fahren? Oh, weil es in die falsche Richtung geht. Nee, das passt doch. Oder? Oh, hier ist Einfahren und da ist Rausfahren, ne? Oh. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen, das wusste ich nicht. Entschuldigung. Und wie kommen wir jetzt zu unserem Haus? Ups. Okay, pass auf, wir müssen Abwasser bauen. Irgendwie. Wir müssen Abwasser bauen. Warte mal, Abwasserrohr. Ja, lecker. Wo baut man das hin? Wo baut man denn das Abwasserrohr am besten hin? Abwasser heraus. Bitte beachten Sie, keinen Abwasserfluss aufwärts zu pumpen. Beachten Sie, dass Abwasserrohre zum ordnungsgemäßen Betrieb immer eine Wasserpumpstation benötigen. Keine Straßenanbindung erforderlich. Ökowasseraustritt. Ach, das wird hieran angeknüpselt, oder was? Wie kann man Sachen drehen? Das heißt, ich muss jetzt eigentlich theoretisch gesehen die Rohre nach hier hinten verlegen. Kann ich hier so ein Brackwasserbecken bauen? Das heißt, wo ich die Scheiße einfach... am Fluss... Ah. Also das heißt, ich könnte es hier unten reinpumpen, weil der Fluss fließt sowieso nach da unten, also nach da vor euch. Und das ist dann irgendwann nicht mehr mein Problem. Das betrifft dann nur die Stadt da hinten irgendwo. Richtig? Ich sehe das richtig, oder? Geil. Geil. Pass auf, dann setze ich meine Wasserrohre einfach. Wir ziehen unsere Wasserrohre einfach nach hier unten. So, da sehe ich uns nämlich. Geil. Und dann setzen wir hier einfach das olle Kackerohr hin. Kann man das nicht mehr drehen? Ist ja gar nicht angeschlossen. Warte. Perfekt. Pump raus die Scheiße. Komm. Ja, geil. Scheiße, das Ding braucht Strom. Warte. Ich setze mir hier so ein Ding hin. Müsste eigentlich passen, ne? Geil, und jetzt pump raus die Scheiße. Oh, die Nachbarstadt wird sich freuen. Ach, toll. Alles anders, TV, sehr, sehr gerne.
Alles anders, TV. TV, ganz, ganz liebe Grüße und gerne, gerne, gerne. Ich habe auch großen Spaß bei Subnautica. Lecker Schmecker. Da wird aber die Kacke rausgeschissen. Und rausgepumpt. Das ist geil, nicht? Das ist richtig geil. Was ist hier los? Katastrophen. Achso. Okay. Welche Nachbarschaft? Die Karte kannst du alleine bebauen. Hä? Kann ich jetzt sagen, ich möchte hier drüben noch eine Stadt hinbauen und dann kann ich das da drüben kaufen? Oder was? Oder sieht man Nachbarstädte, wenn ich eine andere Map dann ausfülle? Später ja. Oh, was? Echt? Klick mal aufs Welt-Icon unten links. Das ist ja mega. Kann man das auch Multiplayer bebauen? Also, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, ich möchte, dass hier drüben jemand anderes baut und später jemand hier und so. Oh, schade. Das muss ich sagen, fand ich bei SimCity richtig, richtig geil. Das fand ich bei SimCity richtig, richtig geil, weil du da einfach Multiplayer hattest. Ihr habt alle auf der, also man hat auf der gleichen Karte gebaut und da gab es dann solche Großprojekte wie Flughafen und sowas. Das ist mega schade, dass das Game so gefloppt ist, ne? Das ist mega, mega schade. Mega schade. Naja. Machst du nix, machst du nix. Okay, pass auf, wir bauen noch ein paar mehr Häuser. Hier so. Nee, aber nicht komplett. Warte mal, aufs Viereck hat er gesagt, ne? Ja, geil, guck mal. Jetzt lassen wir da mal ein bisschen Straße dazwischen, dass wir hier noch schön noch eine Zwischenstraße setzen können. Wobei, warte mal, kann ich das nochmal wegmachen? Ich würde es schon gerne in der Mitte machen, ehrlich gesagt, ne? Ist das die Mitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, perfekt. Bitte, geil. War schon, weil ich viel zu klein war. Ja. Naja. Ja, EA hat es leider mit SimCity einfach verkackt. Kannst du sagen, was du willst. Die haben es einfach verschissen. Die haben einfach richtig hart reingeschissen. Das ist leider einfach so. So leid mir das tut, aber... Die haben einfach richtig hart reingeschissen, leider. Sehr, sehr schade. Oh, einmal zu viel. Okay, egal. So, dann machen wir hier so kleine Vierecke einfach rein, würde ich sagen. Hier unten können wir ein bisschen Gewerbegebiet reinmachen. Das ist ja eigentlich... Also es sind halt Geschäfte, das müsste ja eigentlich in Ordnung sein, oder? Oder? Gewerbe so ein bisschen, hier dürfte ja nichts machen. Das ist ja kein Industriegebiet. Oh, wie geil mit den Straßenlaternen auch. Boah, voll nice. Oh, der hat kein Wasser da oben. Warte. Kurz die Wasserrohre weiterführen. So. Die Idee, dass vier benachbarte Städte an einem großen Projekt zusammenbauen, war mega gut. Ja. Ja, 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 ja. Sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso. Pass auf. Einmal hier. Gewerbegebiet haben wir hier ein bisschen gebaut. Hier können wir noch ein bisschen Wohngebiet hinmachen. Hui. Wir könnten da nochmal ein bisschen Gewerbegebiet mit reinmischen. Theoretisch. Oh, und hier vielleicht nochmal ein paar Zwischenstraßen setzen, oder? Oder? Ach, ist egal. Komm. So. Die Atmosphäre ist auch toll. Es gibt Leute, die viel Zeit damit verbringen, einfach nur dem Treiben in ihrer Stadt zuzusehen. Ja. Ja, das glaube ich. Wie nah kann man ranzoomen? Das fand ich ja bei SimCity geil. Ich glaube, das war SimCity Rush Hour. Es gibt eine Mod, mit der du First Person durch die Stadt laufen kannst. Alles klar, never mind, ich habe nichts gesagt. Das fand ich bei SimCity Rush Hour geil. Du konntest da mit deinem Sim, mit dem du das normale Sims gespielt hast, du konntest einfach in dem seine Perspektive switchen und der hat dann in deiner SimCity-Stadt gelebt. Das war richtig cool. Muss ich sagen, das habe ich damals sehr gefeiert.
Das war richtig geil gewesen. Okay, erreichen Sie eine Bevölkerung von 450. Haben hier alle Strom soweit? Das sieht doch schon mal ganz gut aus hier, ne? Perfekt. Wasser haben auch alle. Und Abwasser regelt sich ja von alleine. Geil. Sie können jetzt abgegrenzte Gebäude als historisch kennzeichnen, um seine visuellen Gestalt bewahren, indem Sie die Option Infofenster des Gebäudes wählen. Ah, okay. Historisches Gebäude. Oh, das ist auch geil. Nice. Parken die hier auf der Straße? Olivia Murray. Arbeitslos. Oh. Oh, ja, wir brauchen Jobs, ne? Das heißt, wir brauchen Industrie. Und ich glaube, die Industrie verlagern wir nach hier unten. Wo wir sowieso schon das Scheißhaus und sowas haben. Ich glaube, das sollten wir tun. Zweispurige Straße mit breiten Bürgersteigen. Die hätten wir besser gebaut, ne? Wobei, hier haben wir auch Bürgersteige. Ja, ja, wir haben hier auch Bürgersteige. Hier haben wir auch Bürgersteige. Mittelstreifen. Das ist eine ganz normale zweispurige Straße. Und die, würde ich sagen, führen wir weiter nach hier... Hey! Führen wir einfach weiter nach hier unten. Und dann können wir hier unten anfangen, Industrie zu setzen. Ich würde das jetzt nochmal hier hinziehen. Und nochmal hier hin. Mal erstmal bis dahin, wo die Straße da oben geht. Und dann könnten wir... Ah, hier gibt es auch Einbahnstraßen. Alles klar, okay, nice. Dekorierte Straßen und dekorierte Straßen öffentlicher Verkehr. Okay. Ja, ich würde sagen, die Straße noch ein bisschen weiter. Und dann einfach hier so nach hinten, zack. Und dann machen wir uns hier ein schönes Gewerbegebiet. So. Und dann hin mit dem braunen Zeug hier. So. Macht das Sinn, in einem Industriegebiet auch Gewerbe zu machen? Vielleicht schon, oder? So ganz sinnlos ist das bestimmt nicht. Warte mal, wir müssen die Straße noch mal ein bisschen... Ah. Okay. Ja, passt erstmal. Wie gesagt, die Straßenseiten sieht, das sieht jetzt noch nicht so nice aus, aber das ist nicht so schlimm. Das passt schon. Okay, play! Weiter geht's! Juhu. Ja, so ein bisschen Gewerbegebiet ist sicherlich nicht verkehrt, ne? Habe ich mir halt auch gedacht. Vielleicht mal hier so ein bisschen so weicht und da nochmal so ein bisschen. Das kann man schon brauchen, glaube ich. Das kann man schon brauchen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, hat man irgendwo eine Übersicht, bis wohin es Sinn ergibt? Also irgendwie so eine Karte, Industriegebiet und da vorne ist ja Wohngebiet und dann, das verträgt sich ja meistens nicht so wirklich. Gibt es da irgendeine Karte, wo man das sieht? Links oben. Ah. Strom. Wasser. Ja, die Industrie braucht Strom und Wasser da drunten auf jeden Fall. Bürgerzufriedenheit ist mir doch egal. Bitte. Ah, oh, es gibt sogar so eine Verkehrskarte. Geil. Okay, easy. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal Stromanbindung noch. Ich baue hier unten mal noch so ein komisches Kraftwerk hin. 4 MW, 3 MW. Fünf. So. Ruhe!